auch für mich eine neue Erfahrung, ein Interview mit jemandem zu machen, den ich vorher schon mal nackt gesehen habe. Ja. Aber Sie haben mal gesagt, nackt sein ist das Gegenteil von Erotik. Wie haben Sie das gemeint? Naja, ich meine, als wir das gedreht haben, ist mir das, wir haben ja auf so einem FKK-Gelände gedreht. Und das ist dann so, dann wirst du früh um 6 wirst du geschminkt und dann wird dir natürlich auch der Po geschminkt, weil es muss ja als FKK-Chef muss ja irgendwie nahtlos braun sein und dann sitzen 20 Komparsen und ein paar Kollegen vor dir nackt. So, das ist, das hat, also das Irre ist, dass ich erst, es gibt ja in diesem Film, gab es ja dann die Wendung, dass sie dann irgendwann alle Sachen anhatten und dann mal so, und da habe ich überhaupt erst wahrgenommen, Mensch, guck mal, das ist ja eine schöne Frau. Das ist ja also als sie so angezogen ja, ja, weil die Verhüllung, ja, weil die Verhüllung ja was, ja, stimmt, finde ja ich, die Erotik ausmacht. Also dieses so, das Nackte hat so was Kreatürliches, hat was scheinbar Natürliches so, aber es hat also für mich das Gegenteil von Erotik so, weil das ist so plump und so pur und also nicht, dass ich nackte Frauen jetzt nicht mag oder sind nicht, aber ja, Sie sind ja in der DDR aufgewachsen, da war Nacktheit ja sowieso ein anderes Thema, es gab viele FKK-Strände, ja. Wie war das bei Ihnen zu Hause, wie ist man damit umgegangen? Naja, mein Papa ist öfter mal, der hat da mal nackt die Tür aufgemacht mittags, so, wenn er so noch aufgestanden ist. So, das war normal. Also, das war so, ich weiß, dass es dann irgendwann mal, als ich so in die Pubertät kam, da habe ich mir, wenn wir an irgendeinem Berliner Badesee waren, und dann war ein befreundetes Ehepaar da, und da war ein Mädchen in meinem Alter, und dann hat mein Vater gesagt, dann kommen Sie doch mal die Hose aus, komm Martin, jetzt mach mal und so. Dann war das ein bisschen komisch so. Weil heute hätte man mir sofort eine Anzeige am Hals. Das so gesagt. Hat sich geändert, ja. Total. So, also es gab, ich sag mal, einen relativ zwanglosen Umgang in der DDR. Ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie dein Vater hat gesagt, los, zieh mal die Hose aus, los, mach mal. Was? Nee, da wurde nicht, nee, die Hose ausziehen. Nur die Hose also ausziehen. So weit ging es nicht. Wann haben Sie denn erfahren, dass dieser Vater, mit dem Sie aufgewachsen sind, den Sie ja auch für Ihren Erzeuger natürlich gehalten haben, gar nicht Ihr richtiger Vater ist? Das war so mit 12. Das hab ich, da habe ich da im Schrank meiner Mutter gestöbert. Ich weiß ja nicht, was ich da gesucht habe. Und habe dann bin da auf einen Schein, auf einen so einen Gerichtsschein gestoßen, der wo es um die Vaterschaft ging, da stand ein ganz anderer Name. Und da habe ich halt gefragt, was ist da? Und dann haben sie sich hingesetzt und mit mir geredet. Und warum erst so spät? Na, ich glaube, man hatte damals dann doch noch eine andere Vorstellung von Familienglück oder was so Familienfrieden ist. Sie wollten mich nicht beschädigen oder wollten, dass ich das Gefühl habe, in einer heilen Familie aufzuwachsen. Außerdem war meine Mutter auch der treibende Karl, weil die hat ja meinen Erzeuger irgendwann mal verlassen und wollte mit dem nicht mehr zu tun haben und fand das dann wahrscheinlich auch ganz okay, dass das so ist, dass der jetzt keinen Kontakt hat. Heute macht man das anders und sieht man das anders. Aber meine Eltern haben das halt damals mit bestem Wissen und Gewissen so getan. Ja, Sie haben ja damals nicht nur erfahren, dass Ihr Vater, also Ihr vermeintlicher Vater, gar nicht Ihr Erzeuger ist, sondern Sie hatten plötzlich auch einen Stiefbruder. Ja. Jan-Josef Liefers. So schließt sich der Kreis. Ja. Wann haben Sie ihn zum ersten Mal dann gesehen? Also bewusst, glaube ich, war das eben so mit 12, 13. Jan ist ja 2, 3 Jahre älter als ich und er hatte da auch schon eine hübsche Freundin und kam irgendwie aus dem Urlaub. Und als das dann raus war, durften wir uns dann auch mal begegnen. Wir durften uns bis dahin ja nie begegnen. Aber es ist auch für den Jan, er sollte da geschützt werden, nicht da die neue Familie sehen. Und ich sollte ihn nicht sehen, um da nicht eifersüchtig zu sein. So, was ein bisschen komisch, denkt man heute, aber es war, wie gesagt, sie wollten das Beste für uns. Ja, heute ist Patchwork normal, ne? Da würde man das anders. Heute ist Patchwork normal, ja. Ich lebe selber nach Patchwork. Und war er Ihnen gleich sympathisch? Ja, klar, einen älteren Bruder haben und so. Und dann ist er auf die Schauspielschule gegangen in Berlin. Da bin ich ihm dann, das war ein bisschen später so, dann war ich auch schon 15. Und dann bin ich dem hinterhergelaufen und fand das natürlich toll. Der konnte auch Gitarre spielen, da war ich auch, na neidisch würde ich gar nicht sagen, aber ehrfürchtig fast so. Und wenn er dann 10 Studium hatte an der Busschule, dann bin ich dahin gepilgert, habe mir das angeguckt. Und so, das fand ich dann schon toll. Sie sind in Dresden aufgewachsen und Ihre Mutter ist Mitte der 80er Jahre dann ausgereist. Und Sie sind quasi zurückgeblieben als Pfand. Habe ich das richtig verstanden? Also ich bin in Dresden geboren und bis zu meinem 6. Lebensjahr aufgewachsen. Ich bin in Berlin dann, wie man ja hört, in die Schule gekommen, weil da musste ich mir Berlin dann angewöhnen, weil ich mit dem 6er in Kamen werde, in Berlin nicht so gut. Und naja, und dann ist meine Mutter war
am Theater, an der Volksbühne in Berlin. Und da gab es ja eine Reihe von Künstlern, die das Privileg hatten, Regisseure, ein paar Bühnenbildner, Kostümbildner, im Westen zu arbeiten. Und das Pfand waren dann eben mein Vater und ich. So, also der durfte zum Beispiel, er war auch am Theater, der Heinz, und der durfte zum Beispiel bei Gastspielen, wenn sie im Westen war, durfte er nicht mit, musste er umbesetzt werden, wenn er mitspielte oder also so. Um die Sicherheit zu haben, dass sie wiederkommt. Ja, dass sie wiederkommt. Und dann ist aber meine Mutter dann 83, da hat sie uns das mitgeteilt, auch dass sie das vorhat, und da ist sie weggeblieben bei einem Gastspiel unter der Bedingung, dass ich dann irgendwann nachkomme. Und wie war das für Sie? Sie waren dann ja ein Jahr lang ohne ihre Mutter. Also ich fand erstmal fand ich das toll, eine Mutter im Westen haben so, und dann kriegst du die Bravo, kriegst du irgendwie diese so, kriegst die coolen Turnschuhe und so. Nee, das spielt ja für Jugendliche in so einem Alter eine Rolle. So, und habe ich mich privilegiert gefühlt, und ich hatte das große Glück, sag mal, zu anderen, denen das nicht so widerfahren ist, dass mir nie was passiert ist. Also es gab einen Stasi-Mitarbeiter, der bei uns war, der aber immer mit meinem Vater redete, und sie wollten meine Mutter überreden, ob sie nicht wiederkommt, und dann kann sie am Theater im Palast irgendwie arbeiten oder irgendwas haben sie ja angeboten, hat sie natürlich nicht gemacht. Also ich durfte bis zum letzten Tag in die Schule gehen und habe keine Schwierigkeiten gehabt. Da gab es ja auch andere Beispiele von Kindern, die dann in Kinderheime gebracht wurden, Familienangehörige, die dann in Gefängnissen gelandet sind für eine kurze Zeit. Sie sind ein Jahr später dann nachgereist, also nachgekommen in den Westen. Wie hat das funktioniert? War das einfach dann mit Ihrer Mutter? Oder? Naja, meine Mutter hat, also man hat ja damals, es gab ja 83, 84, gab es ja diese Ausreisewellen aus der DDR, wo dann mal so, für jeden wurde ja auch Geld bezahlt, wie man dann hinterher auch gehört hat, 100.000 Mark für jeden wegen der Ausbildung und so. Und dann hat meine Mutter das aber zusätzlich, sie kannte jemanden, der jemanden kannte, der Egon Bahr kannte. Und der hat sich dann wohl persönlich auch eingesetzt. Und da stand ich auf einer Liste, so, dass bitte der soll. Und ich hatte großes Glück. Und wir haben hinterher uns auch schriftlich sowohl bei Franz Josef Strauß wie Egon Bahr bedanken müssen. Oder haben wir müssen oder wollen? Naja, das gehört sich so, glaube ich. Ja, okay. Heute zählen Sie zu den fleißigsten Darstellern, kann man fast sagen, Ihrer Zunft. Ja? Vielleicht war der Impuls... Glücklichsten. Also, die Glücklichsten natürlich auch. Ja. Ja, auch wenn der Impuls vielleicht von Jan-Josef Liefers damals ausging, weil der auf der Schauspielschule war. Sie haben also dem danach geeifert und sind also sehr, sehr, sehr erfolgreich. Einer der erfolgreichsten überhaupt, was die Anzahl auch der Rollen angeht. 200, glaube ich, sind es. Wir haben aufgehört zu zählen. Warum würden Sie Ihren Kindern trotzdem, das hat mich sehr gewundert beim Lesen, von dem Beruf abraten? Ja, weil ich finde, das ist ein schwieriger Beruf. Also... Das fängt damit an, also ich meine, ich bin ja mein eigenes Instrument. So, und wenn ich scheitere, und was als junger Schauspieler halt am Theater immer passiert, dass dann jemand sitzt, und nicht nur als junger Schauspieler, passiert mir jetzt manchmal auch noch, dass dann ein Regisseur sitzt und sagt, nee, schlecht, ist nicht gut. Ist, so, dann bin ich es mit meiner Nase, mit meiner Art zu sprechen, mit meiner Art zu gehen, mit meiner Fantasie. Das ist dann nicht nur was Handwerkliches oder was so, wo man sagt, man kann das irgendwo, da musst du mehr üben oder so, sondern das... Da habe ich als junger Schauspieler auch zwei, dreimal heftige Krisen gehabt. Also sag mal, das ist so eine Seite. Und die andere Seite ist, dass, ich weiß ja nicht, es gibt 30.000 Kollegen ungefähr, und die vom Fernsehen leben wollen. Und ich glaube, um die es werden immer mehr. Aber, ja, es werden immer mehr, und um die 300 Kunden davon leben. Ja, absolut. Ja, das ist einfach, es ist eben auch in diesem Beruf dadurch, dass es keine objektiven Maßstäbe gibt. Deswegen habe ich seinerzeit eben die Mathematik so geliebt, eigentlich, weil da gibt es objektive Maßstäbe, da gibt es einen Lösungsweg, Ergebnis, klar, das kann man beurteilen. In der Kunst, in all dem, gibt es keine Bemessungsgrundlage. Also das ist immer irgendwie ein bisschen willfährig. Also deswegen habe ich das meinen großen Kindern, ich habe ja insgesamt 4, die anderen sind ja noch zu klein, die betrifft das noch nicht, würde ich aber tendenziell auch eher erstmal zumindest sensibilisieren. Ich würde nie sagen, geht nicht, machst du nicht. Nein, natürlich können die Kinder letztlich machen, was sie, wenn sie eine Leidenschaft entwickeln, wäre man ja blöd, wenn man das verhindert. Wenn man dafür brennt, also man muss dafür brennen, man muss es wollen und lieben. Natürlich, und brennen und lieben. Und ich meine, es ist einfach ein ganz, ganz großes Glück, in dem Metier beschäftigt zu sein und regelmäßig beschäftigt zu sein. Der Erfolg, Lebensunterhalt. Ja. Geliebt zu werden von den Leuten. Ja, und das kann, ich kenne ganz viele ganz tolle, tolle Kollegen, die auch mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr gar nichts drehen oder mal ein ganzes Jahr. Nicht einmal, nicht mal eine Anfrage, nicht mal was zum Absagen haben. So, also es ist Glück.
Viel mit Glück verbunden auch. Sie haben etwas, das ich ganz besonders toll finde. Und ich würde mir wünschen, dass mein Mann das auch hätte. Um Gottes Willen. Es hat was mit Bett zu tun und mit Nächten. Und nichts mit den Nacktzähnen vom Anfang. Ja. Sie haben eine Schnarchschiene. Ja. Habe ich gelesen. Das hat mich unglaublich interessiert. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sagen, wie die Ihren Mann gegen mich eintauschen wollen würden, weil ich schnarche schon sehr laut. Also wir haben auch schon Leute Prügel angedroht im Zug und so. Und dann hat man gesagt, ich hätte dich am liebsten abgestochen. So. Der Ton war früher auch nicht anders als heute. Naja, und, ich meine, das ist halt natürlich schade, dass wenn man miteinander, man ist in irgendeinem schönen Hotel oder auch zu Hause so und der Partner kann nicht schlafen, weil man selber so, darunter leidet man ja selber auch, und dann stößt sie mich an, Entschuldigung, aber stößt mich an und sagt, hey, komm, und dann wachst du wieder auf, ich hab da noch gar nicht geschlafen, natürlich, schnarchst ja die ganze Zeit, dann kennt ja jeder diese Geschichten und meine Frau hat dann immer gesagt, Mensch, da musst du mal was machen und dann habe ich mit einem befreundeten Zahnarzt gesprochen und der hat mir dann, das kostet auch ein bisschen Geld, hat mir eine Schnarchschiene gebaut. Und das ist sowas wie eine Art, wie ein Gebiss. Also wird ein Gebissabdruck gemacht und das ist also oben und unten mit Zähnen nachempfunden, so aus Hartplastik. Und es ist mit einer Feder verbunden. Und die Feder verhindert, also es ist nicht so, dass man gar nicht schnarcht, also die Nase ist ja nicht zu, eben. Aber man kann, der kann nicht so nach hinten rücken. Und ich habe keine Apnoen. So, und es ist nicht so laut und nicht so intensiv. Aber hättest du da nicht auch ein Weglassgummi gefunden? Jan-Josef Liefers hat dich mal geoutet, du würdest schnarchen. Ich schnarche leidenschaftlich gerne. Aber gibt es wirklich Männer, die nicht schnarchen? Das hat doch auch einen Sinn, es vertreibt die bösen Tiere, die Wölfe und so weiter. Ich meine, das hat sich ja der liebe Gott nicht ausgedacht. Ja. Aber nicht sinnlos. Du schnarchst auch. Ich werde manchmal von meinem eigenen Schnarchen wach. Ja, das kenne ich auch. Kennen Sie auch, ne? Das kenne ich auch. Ja. Aber hilft denn jetzt diese Schnarchschiene? Also könnte ich die meinem Mann, ich leide sie hilft. Auch? Also ich meine, wenn man auf dem Rücken liegt, dann auf dem Rücken liegt, dann schnarchst du trotzdem. Aber es ist eben nicht, ich habe keine Aber auf der Seite ist ja für mich erstmal gesund. So, ich möchte gerne Räuschen spielen beim nächsten Geburtstag im Hause Rakers. Ja. Wenn da so eine schöne Kiste ist, ja, und dann kommt so eine wunderbare Silikon-Schnarchschiene raus. Besser als Süßströmming. Mit all meiner Liebe. Besser als Süßströmming. Absolut besser. Als Geschenk. Unter dem Weihnachtsbaum macht sie das. Aber sie hilft. Also wenn ich auf der Seite liege und so, meine Frau beschwert sich dann nicht. Aber warum geht Ihre Frau nicht einfach mal in ein anderes Zimmer? Das haben wir zu Hause. Also um mal ganz ehrlich zu sein, vorhin haben wir über Erotik geredet und so. Wir haben auch zum Beispiel getrennte Schlafzimmer, was ich für eine Beziehung auch eine tolle Sache finde. Und die weil Frau man sich immer wieder man muss sich immer wieder erobern. Das finde ich erstmal eine schöne Sache. Also so, und das hat, muss ich nicht so ewig, dann wird nachts noch geblättert und dann halt so neue Dinge. Das hat in dieser Sendung mal Loki Schmidt gesagt, das Geheimnis einer langen Ehe. Getrennte Schlafzimmer. Ja, und Tom Jones hat hier in dieser Sendung gesagt, das Geheimnis einer langen Ehe sind getrennte Badezimmer. Erinnerst du dich? Es gibt Leute, die behaupten, getrennte Wohnungen. Martin Brambach, vielen Dank. Ja,